Linsen sind nicht nur sehr gesund, sondern sie enthalten auch viele Proteine und Ballaststoffe und sie sollen auch noch Glück bringen. Deswegen gibt es bei mir heute eine leckere Linsensuppe. Zuallererst schalte ich mir schon mal den Topf ein. So, auf etwa dreiviertel der Kraft. Und als Einlage habe ich mich für Chorizo entschieden. Denn die bringt eine richtig schöne Schärfe und Würze mit und das passt sehr gut zu den Linsen. Die schneide ich mir schon mal in Würfel. Für alle, die es nicht kennen, Chorizo ist eine spanische Paprikawurst, schön scharf und für solche Eintöpfe oder Suppen ist die wunderbar geeignet. Damit ihr volles Aroma entfaltet, werde ich die jetzt direkt anbraten. Dafür braucht ihr auch kein zusätzliches Fett, weil die Chorizo enthält schon genug Fett. Dann brauche ich natürlich auch noch Gemüse in meiner Suppe. Dafür habe ich jetzt zum einen schon mal Möhren, dann noch Staudensellerie. Und letztens wurde ich gefragt, muss man Staudensellerie eigentlich schälen? Das Interessante daran ist, schälen muss man ihn eigentlich nicht, aber wenn man jetzt am Stück genießen will, dann ist es empfehlenswert, die Fäden zu ziehen, denn ich breche den jetzt einfach mal durch. So, und dann kann man hier eben erkennen, dass der ziemlich stabile Fäden hat. Und gerade wenn man den jetzt so nascht, also vor allem die äußeren Stiele, dann hat man da eben so Fäden und die stören dann unheimlich beim Kauen. Die sind also wirklich echt stabil, die Dinger. Was anderes ist es jedoch, wenn ihr die klein schneidet, so wie ich, so. Denn dann sind die Fäden so kurz, dass die nachher beim Essen gar nicht mehr auffallen. Die Möhren schneide ich auch in Würfel. Und hier hinten im Topf brutzelt schon meine Chorizo. Und da kann man jetzt richtig schön erkennen, wie die ihr Fett abgibt. Ich habe jetzt hier so einen richtig schönen Fettfilm und das reicht mir auch aus, um meine ganzen anderen Zutaten nachher noch mit anzubraten. Dann packe ich das Gemüse noch gerade zur Seite. Dann habe ich noch eine Zwiebel, die schneide ich mir auch klein. Dann habe ich noch eine Zehe Knoblauch, die werde ich mir auch etwas klein hacken. Damit ist die Chorizo schon mal angebraten, die kommt jetzt wieder raus aus dem Topf, so, aber das Fett bleibt drin. Achtet auch darauf, dass er wirklich nur so halbe, dreiviertel die Kraft verwendet zum Anbraten von der Chorizo. Denn, wie gesagt, es ist eine Paprikawurst und da kann es sehr schnell passieren, dass die eben verbrennt. Deswegen ein bisschen weniger Hitze, dann klappt das ganz gut. In diesem Restfett werde ich jetzt meine Zwiebeln und den Knoblauch anbraten. Und dann geht es auch schon an die Linsen. Da steht auf der Packung, man soll die kurz noch durchwaschen. Ein Einweichen ist nicht notwendig, die garen nachher im Topf. Zu den Zwiebeln kommt jetzt noch etwas Thai-Curry-Paste, denn wenn es keine schwäbischen Linsen sind mit Seidenwürstle, dann mag ich so eine leicht scharfe Note von dieser Thai-Curry-Paste eben sehr gerne für die Linsen. Davon aber nicht allzu viel, denn die Chorizo ist ja schon unheimlich würzig, nicht dass es nachher zu scharf wird. Dann kommen auch gleich meine Möhren und der Staudensellerie dazu. Und dann habe ich noch etwas Ingwer. Leider gab es keinen Bio-Ingwer mehr, deswegen werde ich den gerade noch schälen. Das geht aber ganz einfach. Einfach mit dem Messer so ein bisschen abschaben. So, dann ist der recht schnell geschält. Den reibe ich mir gerade mit rein.
Das ist ungefähr ein Teelöffel. Dann kommen auch die Linsen mit rein. Und das Ganze jetzt mit entweder einer schönen kräftigen Brühe oder einem Fond aufgießen. Und bis das jetzt einmal aufkocht, habe ich noch Lauchzwiebeln. Da schneide ich mir das Grüne gerade für nachher als Garnitur. Und den Rest, den schneide ich mir direkt mit in die Suppe rein. Jetzt noch probieren, ob noch was fehlt. Dann kann ich noch ein bisschen nachwürzen. Aber die Schärfe von der Chorizo und der Thai Curry Paste, die ist auf jeden Fall schon zu spüren. Auf Pfeffer verzichte ich jetzt im Moment noch. Ich warte mal, wie sich die Schärfe entwickelt. Ansonsten kann ich ja nachher beim Abschmecken noch ein bisschen was dazugeben. Da kommt jetzt noch etwas Sojasauce mit rein. Und die Chorizo gebe ich auch wieder mit dazu. Und das Ganze dauert jetzt so 30 bis 40 Minuten, bis die Linsen gar sind. Ich lasse das auf kleiner Stufe köcheln und dann sehen wir uns nachher wieder, sobald meine Linsen gar sind. Meine Linsensuppe habe ich jetzt für 40 Minuten leicht köcheln lassen. Ja, dann werde ich sie noch gerade probieren. Ich muss schon sagen, die Schärfe, die gibt so eine richtig schöne Wärme ab. Also echt angenehm, wenn es draußen so kalt ist. Sollte euch die Suppe jetzt zu scharf sein, dann empfehle ich euch, ein bisschen Kokosmilch mit reinzugeben. Das mildert die Schärfe ab und passt auch noch sehr, sehr gut in die Suppe rein. So. Einmal anrichten. Da kommen jetzt noch ein paar Lauchzwiebeln drüber. Und noch ein Basilikum. So. Das Schöne ist, diese Paradina-Linsen haben so einen ganz leichten nussigen Geschmack und der passt da wunderbar in die Suppe rein. Also wenn ihr diese Linsen bekommen könnt, verwendet die. Ansonsten könnt ihr natürlich auch normale Tellerlinsen nehmen, die gehen dafür auch sehr gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Suppe genießen. Euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.